Ein Feiertag für Computerspielfans. Gamescom, das ist wie? Die große Familie treffen im Prinzip. Familie. Vorgezogenes Weihnachten. Kirmes für Gamer. Und für die Spieleindustrie das größte Branchentreffen Europas. Die erfolgreichsten Computerspielfirmen der Welt präsentieren ihre Neuheiten. Teilweise teurer und aufwendiger produziert als Hollywood-Filme. Nur in Deutschland entwickelte Spiele findet man wenige. Ihr Anteil am Branchenumsatz nicht mal 6%. Bei der Spieleentwicklung ist Deutschland im Moment international im Vergleich wirklich abgehängt. Eine Spieleentwicklung kostet hier einfach mal bis zu 30% mehr als in Frankreich, England oder Kanada. Und das ist natürlich ein Nachteil, den wir selber aus eigener Kraft nicht ausgleichen können. Da brauchen wir politische Unterstützung. Andere Länder fördern die Unternehmen. Und in Deutschland denkt die Bundesregierung über einen Fonds für Spieleentwickler nach. Wir wollen auch, dass internationale Spiele aus Deutschland kommen. Und deswegen bin ich froh, dass wir es geschafft haben, dass auch die Games-Förderung in den Koalitionsvertrag kommt. Computerspiele könnten in Deutschland also genau wie Filme ein öffentlich gefördertes Kulturgut werden. Den großen Entwicklern geht es derweil immer besser. Laut Branchenverband ist ihr Umsatz im ersten Halbjahr um 40% gewachsen. Alleine in Deutschland 1,5 Milliarden Euro. Ein immer größerer Teil davon wird in den Spielen selbst eingenommen. Denn wer möchte, kann seiner Spielfigur virtuelle Gegenstände kaufen für echtes Geld. Wir glauben einfach, dass die Spieler sich differenzieren wollen. Das heißt, die wollen mit ihrem Charakter auch ein Stück weit ihre Persönlichkeit ausdrücken. Und dafür wollen wir denen gerne Gegenstände zur Verfügung stellen, dass sie das auch machen können. Ein Millionengeschäft. Das Prinzip heißt Mikrotransaktionen und es kommt von Spielen für Smartphones. Für ein paar Euro eine Mikrotransaktion wird die ursprünglich kostenlose App ein bisschen besser. Viele kleine Beträge ergeben für die Spielehersteller riesige Gewinne. Das führt die Branche jetzt immer mehr auch bei Spielen ein, die von vornherein 60, 70 Euro kosten. Ein relativ neuer Trend ist es, teure Spiele mit Mikrotransaktionen zu vermischen. Und das mögen die Gamer überhaupt nicht, weil die klassischen Gamer wollen transparente Preismodelle. Das ärgert auch die Fans auf dem Familientreffen Gamescom. Da ist es ihnen dann auch egal, ob die Spiele aus Deutschland oder dem Ausland kommen. Sie wollen einfach nicht ständig draufzahlen. Ist echt nervig, vor allem weil die Preise für das Spiel nicht günstiger werden. Die Preise bleiben Vollpreise, währenddessen kommen dann die Mikrotransaktionen so ganz klein durch. Jetzt haben wir hier 5 Euro, jetzt haben wir da 5 Euro. Nicht so geil. Wenn die Fans sich abgezockt fühlen, gibt es Krach. Das kommt sogar in den besten Familien vor.